Thank you for your introduction, my friend Dr. Ron Hüttmeier. And first, I want to greet all of you. Guten Abend. Soll ich das übersetzen oder war es soweit klar? Ja, bitte. Okay. So, may I allow to sit? I don't know, I cannot see others. Yeah, maybe I can stand. It's not a problem. Stand? Yeah, sit. Okay. So, today my topic is friendliness, generosity, compassion, ethics, and of course trust, which you mentioned. Heute geht es um Freundlichkeit, Großzügigkeit, Mitgefühl, Vertrauen auch und Ethik. And as Dr. Hüttmeier mentioned, my teacher, main teacher, is His Holiness the 14th Dalai Lama. I sort of grew up with him. And he always expressed in that previous time when you talk about compassion or tolerance, you sort of understand some religious practice. But now today's world, it's more relevant to everyone, regardless of what they believe, whether religious believer or within the religious, whatever you believe, or non-believer. Und wie das Dr. Hüttmeier schon erwähnt hat, mein wichtigster Lehrer ist seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama. Ich bin mit ihm sozusagen aufgewachsen. Und wann immer er von Mitgefühl, Toleranz und so weiter spricht, dann könnte man das so verstehen, als hätte es eine religiöse Konnotation, aber das stimmt so nicht. Das ist etwas, was heutzutage ganz essentiell wichtig ist für uns alle, ob man religiös ist oder nicht. The reason why these themes are relevant to us for our life is whether you want to have a great family or you want to have a great country, you want to have a great development. All these, the key, these are really important, and particularly ethic or trust is very important. Der Grund, warum das so ist, warum es nichts Religiöses ist, warum es ganz allgemein für unser Leben wichtig ist, ist, dass durch diese Werte man eine gute Familie aufbauen kann, ein gutes Land aufbauen kann. Deshalb sind diese Werte so wichtig. Auch solche Werte natürlich wie Vertrauen. We are social animal. Social. And we need the friends. We have to live with the friends. And to have the genuine friendship, the fundamental is the trust. Whether you say between the two partners, or whether you say between the two big companies, when there is no trust, then actually it's a big problem. Und wie mein Lehrer, seine Heiligkeit, das immer wieder erwähnt, wir sind soziale Wesen, das heißt, wir brauchen Freunde, wir brauchen Vertraute. Und um wahre Freundschaft aufzubauen, wahre Freunde zu haben, brauchen wir vor allem Vertrauen. Und das ist nicht nur so bei Freunden, sondern auch zwischen Geschäftspartnern, zum Beispiel zwischen zwei großen Firmen, die verhandeln. Ohne Vertrauen sind Verhandlungen oder ist Zusammenarbeit nicht möglich. Or the biggest whole world, or the between the two
powerful countries. Sometimes I feel das bezieht sich aber auch auf die ganze Welt, wenn man zum Beispiel zwei Großmächte anschaut, die, wo es Spannungen gibt, dann bezieht sich das Vertrauen natürlich auch auf diese zwei Großmächte, dass das ganz wichtig ist, wenn man sagt, Frieden, dass man Frieden will, dass wir in einer friedlichen Welt leben, dass unser Kontinent friedlich zusammenhält, etc., weil man natürlich nicht das Leid des Krieges erleben möchte, vor allem hier in Europa, nachdem wir zwei Weltkriege erlebt haben. Möchte man dieses Leid nicht mehr durchmachen, deswegen sagt man vielleicht, man möchte Frieden, man wünscht sich das, weniger Konflikte etc., aber das ist nicht möglich umzusetzen ohne Vertrauen. Wenn man zu einer gewissen Übereinkunft kommt zum Beispiel oder Verträge auch abschließt, ohne Vertrauen werden diese Verträge niemals halten. Man sieht das ja immer wieder in den Nachrichten, hört man das zum Beispiel, dass ein Land ein anderes irgendwo anklagt und sagt, du hast unseren Vertrag missachtet etc. und dann entstehen wieder Spannungen und das kommt alles daher, dass dieses grundsätzliche Vertrauen fehlt. Das heißt, für Friede, damit Friede sich wirklich entwickeln kann, brauchst du dieses Vertrauen. Also if you take simple example within the two friends, if the friend is based on the money or if the friend is based on the power, it's not really genuine friendship. When the money gone, will separate. When the power gone, separate. But the friendship, which I call, which my teacher always called, genuine friendship is there, and no matter what happens, or what changes there, they always keep remember each other or helping each other when they need. Ein einfaches Beispiel sind zwei Freunde. Wenn es eine Freundschaft ist, eine sogenannte Freundschaft ist, basierend auf Geld oder Macht und Autorität bzw. Stellung in der Gesellschaft, dann ist es so, dass wenn das Geld nicht mehr vorhanden ist, die Autorität oder die Macht verloren geht, dass dann auch die sogenannte Freundschaft wieder auseinandergeht. Das heißt also nur eine sogenannte Freundschaft. Wahre Freundschaft, so wie das auch seine Heiligkeit und Geshe-las Lehrer versteht, ist etwas, wo, auch wenn die Umstände sich ändern, diese zwei Personen sich immer unterstützen werden. Also es geht nicht um äußere Umstände bei einer wahren Freundschaft. Das wird immer zusammen, die werden immer zusammenhalten. When we think about ourselves, wenn wir jetzt über uns selbst ganz konkret nachdenken, dann wollen wir natürlich alle Freunde haben, denen wir vertrauen können. Aber das bezieht sich auch auf uns. Also wenn wir vertrauen wollen anderen, müssen wir das Gleiche auch bereitstellen sozusagen. Wir sollten also vertrauenswürdig sein. Ganz gleich wie bei Fairness. Das heißt, wir haben ein sehr akutes Verständnis von was ist gerecht, was ist ungerecht. Und wenn jemand ungerecht ist von unseren Freunden oder zu unseren Freunden, dann spüren wir das und wir verstehen das. Wir wollen Gerechtigkeit in diesem Sinn. Also es verhält sich ganz gleich. Wir sollten in dem Sinn dann auch gerecht sein eben. Und deswegen sind diese Werte auch wichtig oder das Üben oder das Entwickeln des eigenen Geistes, dass man im eigenen Geist Liebe, Mitgefühl und auch Altruismus eben entwickelt. Maybe I tell you one my story. When I was 9 years old, I went to the monastery. And to start to learn these themes. At the beginning, I don't understand at all. Especially the children's, you know, it's more or less like a very nature, and of course, very selfish sometimes. And then when we have sometimes kind of argument, always the I is the first, you know. Mm-hmm. And then our teacher said, no, to learn compassion and love towards others, to learn patience. I really don't get it. I thought, no, this does not work. But after some years, I start to study more deeper,
even at the age of around, I think, 13, 14, then I start to understand, including doing meditation. Then I really test it, and I find the points. And since then, I continue practice until now. Mm-hmm. So I can tell this from my own experience. Geshe-la möchte eine Geschichte, etwas aus seiner eigenen Geschichte mit euch teilen. Mit 9 Jahren ist er ins Kloster gekommen, hat sich mit diesen Dingen, mit diesen Themen auseinandergesetzt und am Anfang hat er da wenig davon verstanden. War natürlich auch ein kleines Kind und die haben andere Interessen, sagen wir mal so, und sind häufig auch sehr selbstbezogen. Das heißt, wenn eine Streitigkeit ausgebrochen ist zwischen den Kindern, ging es immer darum, dass man selbst am besten dasteht. Das ist ganz natürlich für Kinder. Und die Lehrer haben dann immer darauf verwiesen, es ist wichtiger, dass man geduldig ist, dass man sich im Mitgefühl, in Liebe schult und nicht versucht, immer zu gewinnen in diesen Momenten sozusagen. Und damals hat das Geshe-la nicht verstanden. Er hat geglaubt, das funktioniert nicht. Das wird so nicht funktionieren eben. Und nach einigen Jahren, so mit 13, 14, auch durch die Praxis, durch die Meditation, gab es dann erste Einsichten, dass es wirklich besser ist, sich in diesen Dingen zu üben. Und er hat also die Wichtigkeit dieser Praxis, dieser Geistesschulung direkt erlebt und spricht daher aus Erfahrung, wenn er sagt, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. We can understand that when we say compassion and love towards others, of course, self-protection and self-happiness is very important. And when we do compassion towards others, love towards others, sometimes we understand, we feel, or we fear that others could take advantage out of that. Mm-hmm. But when we all have experience within our family, within our friends. When you give your compassion and love, and out of that, if you give small gift to others, you can see how joyful you had. Mm-hmm. Even like, for instance, the one cake, or sakatote. So when you eat, there is a certain joy, and it's finished. Sometimes when we give this to someone else, we could experience much more joyful than what you enjoy by eating that. And that is fundamental, is it helps to mental, we call it six mental consciousness. And out of six mental consciousness, we had joyful, which is called the sixth one, number six. Wenn man sich jetzt darin übt, also in Liebe und Mitgefühl gegenüber anderen, dann könnte man, dann beinhaltet das natürlich auch, dass man auf sich selbst gut Acht gibt, weil man könnte natürlich so ein Gefühl entwickeln, dass wenn man Liebe und Mitgefühl gegenüber anderen entwickelt, dass man dann dadurch leichter ausgenutzt wird. Aber das ist nicht wirklich so. Ein Beispiel ist innerhalb von Freunden, von Freunden und Familien, also mit unseren Nächsten, unseren Freunden, unserer Familie, wenn wir dort Liebe und Mitgefühl empfinden gegenüber ihnen und dann vielleicht kleine Geschenke machen, eine Torte backen, ihnen eine Torte schenken, eine Sachertorte jemanden gibt, dann kann es einen anderen Menschen unglaublich glücklich machen und auch der die Torte herschenkt. Anders ist es, wenn man das Stück Torte selbst isst, das ist nur eine kurze Freude, da ist man zwar auch glücklich, seine Sinnesfreude sozusagen, aber wenn man einen Kuchen, eine Torte backt und die dann herschenkt und die Freude sieht beim Beschenkten oder bei der Beschenkten, kann das einen viel, viel länger glücklich machen. Und dieses Glücksgefühl kann länger anhalten im eigenen Geistes, im eigenen Bewusstseinsstrom. Und das kommt daher, dass im Buddhismus spricht man von 6 Bewusstseinsarten, Hauptbewusstseinsarten.
Und fünf sind eher mit den Sinnen zu tun. Das sechste ist das geistige Bewusstsein. Und diese Freude des Schenkens, die man empfindet, die ist auf Ebene des geistigen Bewusstseins. Kandar Roa. Maybe I speak Tibetan. Have you ever heard Tibetan? No. Wir wechseln ins Tibetische. Dann hat man das auch mal gehört, wie das klingt. Kandar Dire, Chamzi Samba Jyor Roa. Chamzi Samba Di Shen La Chamzi Che Di Rang La Digi Yung Yore. Rang La Pendo Yung Yore. Wichtig zu sagen ist, wenn man auf Liebe und Mitgefühl meditiert zum Beispiel, das entwickelt anderen gegenüber, wird man selbst dadurch glücklich. Man sagt auch, wenn man sich schult in Liebe und Mitgefühl, wenn man das immer mehr entwickelt im eigenen Bewusstseinsstrom, dann hat das einen sehr positiven Effekt auf unseren Geist. Wir werden stärkere Persönlichkeiten dazu. Wir werden stärker. Unser Geist wird stärker und stabiler. Man kann auch mehr Leiden ertragen von einem selbst und von anderen dadurch. Zum Beispiel die große Liebe oder das große Mitgefühl einer Mutter gegenüber ihrem Kind. Da ist es drinnen versinnbildlicht, könnte man sagen. Eine Mutter kann unglaublich viel Leid ertragen und auch auf sich nehmen vom Kind wegen dieser starken Liebe und wegen diesem starken Mitgefühl. Liebe und Mitgefühl, das sind Begriffe, die darf man nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass das Geisteszustände sind, wo man dann ausgenutzt wird, also das ist eher zum Beispiel Empathie wäre das, wo das passiert, Liebe und Mitgefühl, das ist etwas anderes. Im Buddhismus ist es auch immer so, dass mit Liebe und Mitgefühl im eigenen Bewusstseinsstrom die unterscheidende Weisheit vorhanden sein sollte. Das heißt, die Grundausrichtung des Bewusstseins, des Geistes, der Persönlichkeit ist eben Liebe und Mitgefühl, aber je nach Situation weiß man auch, was zu tun ist durch diese unterscheidende Weisheit, die man auch entwickeln sollte. Zum Beispiel bei einem Kind. Wenn man ein Kind erzieht, sollte man grundlegend natürlich immer liebevoll mit dem Kind umgehen, aber es gibt ganz sicher Situationen, wo man den Wunsch eines Kindes nicht erfüllen sollte. Also wo man durch die unterscheidende Weisheit eben weiß, wann man die Wünsche eben nicht erfüllt oder das Kind auch davon abhält, das zu tun, was es will. Wenn man sich jetzt auf diesen Weg begeben würde, sich in Liebe und Mitgefühl mehr und mehr schult, versucht gegenüber anderen immer liebevoller, mitfühlender zu sein, dann bemerkt man, in der Realität ist es etwas sehr, sehr Schwieriges, das umzusetzen. Also es geht nicht einfach so. Da braucht man sehr viel Übung dafür, sehr viel auch Geduld mit sich selbst etc. Und warum ist das so? Weil wir alle sehr starkes Anhaften am eigenen Selbst haben, an unserem eigenen Nutzen. Das ist Teil unserer Natur sozusagen. Und man sagt auch, je mehr man am eigenen Selbst, am eigenen Nutzen hängt, haftet, desto mehr Probleme werden sich entwickeln im eigenen Leben. Man kann zwei Personen hernehmen, die sehr verliebt sind, heiraten wollen zum Beispiel, dann auch heiraten, dann gibt es ganz große Liebe zwischen den beiden. Aber wenn, sagen wir, Person A sehr auf den eigenen Nutzen aus ist, sehr selbstverliebt ist irgendwo, dann beginnt ab dem Punkt, wo das klar gesehen wird von beiden oder von der anderen Person, da beginnen dann die Probleme. Und die Probleme werden sich verstärken und weiterentwickeln, je stärker dieses Haften am eigenen Selbst ist und am eigenen Nutzen. Daraus entwickeln sich auch Familienprobleme, wenn man sich eine Familie anschaut, jetzt als Beispiel vorgestellt, wo beide Elternteile sehr am eigenen, sehr egoistisch sind eben, sehr den eigenen Nutzen immer suchen, dann färbt sich das auf die Kinder auch ab in der Erziehung.
Und es kann sein, dass diese Kinder dann ganz schwer mit dem Leben umgehen, wenn sie erwachsen werden und ganz viele Probleme haben, auch in der Gesellschaft natürlich dadurch. Umgekehrt, eine Familie, die liebevoll miteinander umgeht, wo das eigene Ich nicht das Wichtigste ist, sondern die andere Person, da färbt das natürlich auch auf die Kinder ab. Die Kinder werden dann eher liebevoll und mitfühlend sein und dadurch weniger Probleme haben, besser mit anderen Menschen zurechtkommen können, leichter Freunde finden etc. Man sieht also, dieses Herausbilden von Liebe und Mitgefühl ist sehr, sehr wichtig für den Frieden, für das eigene Wohlbefinden, auf subjektiver Ebene, aber auch auf durchaus größerer Ebene. I think perhaps you all know that. Maybe you have a big question. How it is realistic in our life, right? Why it is not easy to... Man könnte sich natürlich fragen, ist das realistisch, ist es wirklich möglich, das praktisch umzusetzen, Liebe und Mitgefühl so weit zu entwickeln, vor allem in einer Zeit, wo vielleicht in unserer Gesellschaft weniger Vertrauen herrscht, wo auch Angst herrscht vor anderen, wo man Angst empfindet gegenüber anderen, wo es sogar so ist, dass wenn man liebevoll anderen gegenüber ist, dass das ausgenutzt wird, dass man das erlebt hat, dass das eigene Vertrauen, das man hat gegenüber anderen sozusagen ausgenutzt wird, gebrochen wird. Und natürlich, das ist schwierig, das ist eine Herausforderung, dann immer noch weiter zu praktizieren, Liebe zu stärken, Mitgefühl zu stärken. Aber das würde nicht passieren wirklich, wenn man gleichzeitig eben auch die unterscheidende Weisheit oder Weisheit entwickelt, damit eben andere unsere Liebe und unser Mitgefühl nicht ausnutzen können. Mit dieser Weisheit kann man dann die innere Ausrichtung von Liebe und Mitgefühl beibehalten und man wird trotzdem nicht ausgenutzt. Man kann auch, wenn man diese innere Haltung aufrecht erhält, innere Warmherzigkeit, liebevolles Gemüt, wenn man das hat im Inneren, kann man auch durchaus sehr direkt handeln und sprechen. Aber man sollte niemals diese innere Ausrichtung, diese grundlegende innere Ausrichtung von Liebe und Mitgefühl aufgeben. Also ganz grundlegend ist es wichtig, dass man versucht, anderen zu helfen. Wenn zum Beispiel jemand kommt und um Hilfe bittet, sollte man das versuchen zu erwidern natürlich. Dadurch gewinnt man Freunde und der eigene Kreis dehnt sich aus. Wenn man zum Beispiel versteht, andere Menschen zum Lachen zu bringen, zum Lächeln zu bringen, dann gewinnt man dadurch auch Freunde. Es kann natürlich sein, dass man mit seiner eigenen Offenheit nicht immer gut ankommt, vielleicht lacht nicht jeder oder ist nicht jeder auf der gleichen Wellenlänge sozusagen, aber man wird trotzdem durch diese grundlegende Offenheit, Freundlichkeit etc. Freunde finden. Es kann sein, dass unter diesen Freunden natürlich ein paar sind, die das Vertrauen oder unsere Freundlichkeit versuchen auszunutzen. Da muss man halt aufpassen und sehen, die Situation richtig einschätzen, den Menschen richtig einschätzen, das halt lernen und diese Menschenkenntnis entwickeln. Aber der Großteil der Menschen sind eigentlich vertrauenswürdig. Man kann Freundschaften schließen und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Weil wenn man einsam ist, das bestätigen auch die Wissenschaftler, Menschen, die keine wirklichen Beziehungen zu anderen Menschen haben, die keine Freunde haben, leben sehr, sehr viel kürzer. Also es ist etwas Lebensnotwendiges. Wie gesagt, wir sind soziale Tiere. Und wie gesagt, in einer Freundschaft das Wichtigste ist das gegenseitige Vertrauen. Wenn man sich gegenseitig vertraut, sich unterhält, trifft, dann kann man ganz entspannt sein und man fühlt sich wirklich gut. Wenn es in unseren Beziehungen so ist, dass man der anderen Person nicht wirklich vertrauen kann oder irgendwie man das Gefühl hat, das ist keine vertrauenswürdige Person, dann ist es ein anderes Beisammensitzen. Das fühlt sich anders an. Das heißt, man braucht dieses Vertrauen, man muss beide Personen oder wie viele Personen auch immer beteiligt sind, müssen sich gegenseitig vertrauen können, damit sich
diese Beziehung gut entwickeln, dass sich das gut anfühlt. Oder wenn man jetzt ein Pärchen hernimmt, wenn da kein Vertrauen ist, zum Beispiel wenn meine Frau oder meine Freundin mit einem anderen Mann Zeit verbringt und ich da in unserer Beziehung keine Vertrauensbasis da ist, dann fühlt man sich unglaublich eifersüchtig, hat unglaubliche Angst etc. Das heißt, auch für Liebesbeziehungen ist das Vertrauen sehr, sehr wichtig. Und damit man vertrauen kann, damit diese Vertrauensbasis da sein kann, braucht man noch eine andere, tiefere Ursache, und das ist die Ethik. Also man muss ethisch leben, wenn man glücklich sein möchte und Wohlbefinden im eigenen Selbst und auch in der Gesellschaft entwickeln möchte. One time I was in Los Angeles. At that time, one of my friends, I don't want to say the name, but he's a very famous German director. And his age is quite high. Geschler, wie er mal Los Angeles besucht hat, zu dieser Zeit war er bei einem sehr guten Freund von ihm, er möchte den Namen jetzt nicht nennen, ist ein berühmter deutscher Filmemacher. Der war damals schon sehr, also eher älter, hat aber eine sehr, sehr junge Frau. Und dieser Freund hat Geschler eingeladen, zum Essen eingeladen, und hat ihm auch gesagt, dass er sich sehr freut, dass er ihn einlädt. Normalerweise macht er das nicht so gerne. Das ist eher unangenehm für ihn, andere Menschen zu sich nach Hause zum Essen einzuladen. Und Geschler hat da so ein gewisses Gefühl bekommen für die Situation, also dass da das Vertrauen irgendwo fehlt in dieser Beziehung. Geschler freut sich natürlich, trotzdem hat sich gefreut, dass er ihm vertraut hat. Aber natürlich, wenn das Umfeld so ist, ist es schwierig, dort zu leben. Und Geschler hat auch gesehen, wie wichtig eben es ist, dass man Ethik dann entwickelt im eigenen Leben, in eigenen Beziehungen etc. Weil wenn man in so einer Situation lebt, ist das sehr, sehr schwierig und kann immer schwieriger werden. Auch einfach in Freundschaften, wenn da keine Vertrauensbasis vorhanden sein kann, dann wird das sehr, sehr unangenehm, diese Beziehung. Sehr, sehr schnell. Also das ist seine Meinung eben. Ja, generally, of course, I hear and I also saw in this town, you know, especially in this area, many houses are empty. Auch hier, Geschler ist hier am Hauptplatz spazieren gegangen. Man sieht, da sind sehr viele Häuser leer, stehen leer. Und wenn man den Wunsch hat, dass hier vielleicht mehr Tourismus, mehr Leben hineinkommt, mehr Geschäfte wieder kommen, da ist es auch sehr wichtig, dass man Freundlichkeit eben pflegt. Zum Beispiel aus unserem eigenen Leben wissen wir das wahrscheinlich, wenn wir irgendwo hinkommen und wir werden sehr gut behandelt, sehr freundlich behandelt, die Menschen sind gastlich, nett zu uns, dann fühlt man sich wohl, geht wahrscheinlich auch öfters dorthin. Wenn man an einen Ort kommt, dem gegenüber, wo die Menschen sehr irgendwie ernst reinschauen, nicht wirklich offen sind, unhöflich sind, dann hat man so, man spürt die Atmosphäre fast und möchte gar nicht dort hineingehen oder sich dort aufhalten. Es fühlt sich irgendwie unangenehm an, dieser Ort. Seine Heiligkeit, wie ihr wahrscheinlich wisst, lächelt immer, ist immer sehr, sehr offen anderen gegenüber. Hat aber auch Geschler gesagt, dass manchmal lächelt nicht jeder zurück. Ja? Es ist natürlich die Situation leichter für seine Heiligkeit, wenn er jeden Menschen anlächelt, dass öfters Menschen zurücklächeln, weil er berühmt ist. Ja? Für uns ist es vielleicht etwas schwieriger. Aber durch diese grundlegende Freundlichkeit, Offenheit seiner Heiligkeit, zieht er dann auch wahre Freunde eben an, wahre Freundschaften an, weil er selbst ein ethisch reines Herz hat sozusagen, und Gleiches anzieht, scharen sich dann auch solche Menschen um ihn. Da kann der, da kann ich ihn geben,
Wenn man jetzt Großzügigkeit sich anschaut, also wenn man großzügig ist, jemand anderen etwas gibt, Geld gibt zum Beispiel, dann ist es natürlich so, dass das Geld einmal weg ist, das gehört nicht einem, nicht mehr mir selbst in dem Moment. Man könnte sagen, man hat es, oder es könnte sich so anfühlen, als hätte man es verloren. Aber laut buddhistischer Philosophie ist es so, dass es ein Kausalitätsgesetz gibt, dass auch menschliches Handeln und Agieren bestimmt. Und man sagt, wenn man sich in Großzügigkeit übt, dann ist es ganz klar, dass in der Zukunft Gutes zurückkommen wird. Ganz wichtig ist im Buddhismus, das heißt, man sagt, das Kausalitätsgesetz, diese Verbindung von Ursache und Wirkung ist notwendig, durchdringt alles, alle unsere Handlungen, alles, was wir erfahren. Wie ihr wisst, Buddhisten glauben auch an die Wiedergeburt, an vorherige und spätere Leben. Und wenn man jetzt konkret ein Beispiel hernimmt von einem Menschen, der in ein sehr reiches Elternhaus geboren wird, einem anderen Menschen, der in sein sehr armes Elternhaus geboren wird, könnte man sich fragen, warum gibt es so einen Unterschied? Ist die Welt einfach ungerecht? Buddhisten würden das so erklären, dass beide die Ursachen selbst angesammelt haben in vorherigen Leben. Grundlegend sind beide Menschen dieselben, sind alle fühlenden Wesen gleich, alle fühlenden Wesen streben nach Glück, nach Wohlbefinden, versuchen Leiden zu vermeiden, aber es gibt verschiedene Situationen, verschiedene Erfahrungen, die in unserem Bewusstsein erscheinen, eben weil wir verschiedene Ursachen und verschiedene Dinge in diesem und im vorherigen Leben getan haben und wir erfahren sozusagen deren Effekt. Und der Effekt hier von diesem Beispiel, da geht es vor allem um die Großzügigkeit oder dessen Abwesenheit. Man sagt, Ursache und Wirkung und dessen Zusammenhang ist untrügerisch, ist gewiss. Man spricht darauf von einer gewissen Art Gleichheit zwischen Ursachen und Wirkungen, zum Beispiel wenn eine Wurzel einer Pflanze giftig ist, der Samen einer Pflanze giftig ist, dann wird die Pflanze höchstwahrscheinlich und deren Früchte werden höchstwahrscheinlich auch giftig sein. Wenn man eine Heilpflanze hat, wo die Wurzel Heilkräfte hat, dann hat die Pflanze wahrscheinlich auch gewisse Heilkräfte und deren Früchte auch. Oder noch konkreteres Beispiel, aus einem Apfelsamen wird immer ganz sicher ein Apfelbaum wachsen und niemals ein Orangenbaum. Eben weil Ursache und Wirkung notwendig miteinander verbunden sind. Und das ist die äußere Ebene dieses Kausalitätsgesetzes und man überträgt die gleichen Prinzipien dann auf die innere Ebene und das bezieht sich vor allem auf Handlungen und wie diese Handlungen im Weiteren das menschliche Bewusstsein formen. Zum Beispiel zwei Personen, die sich darum bemühen, reiche Geschäftsmänner zu werden, zum Beispiel. Beide haben die gleichen Umstände, strengen sich gleich an, aber nur bei einer Person funktioniert es. Das heißt, die Umstände entwickeln sich so wie bei der anderen Person, aber eine Person wird wirklich reich wird, und dann, wenn man sich fragt, warum ist das so, dann wird man sagen, dass bei der einen Person die Ursache gefehlt hat. Also die Umstände sind vielleicht da, aber die eigentliche Ursache, um reich zu werden, hat gefehlt. Dann, was auch noch wichtig ist, ist Geduld, ist auch ein sehr, sehr wichtiger menschlicher Wert. Ohne diese Geduld ist es so, dass, also Geshe-la sagt eigentlich, das sollte Teil des Lebens sein, ist etwas Lebensnotwendiges, dass man Geduld üben kann. Denn ohne Geduld in einer Familie, in einer Freundschaft, in einer Geschäftsbeziehung, wo auch immer, wenn es keine Geduld gibt,
Wenn Menschen sehr ungeduldig sind, dann entwickelt sich dadurch sehr schnell Aggression und negative Umstände und Situationen entwickeln sich auch immer und bringen sich immer stärker aus. When one person in a family, when there is no patience, it could bring crisis in the family. When this person could change. Zum Beispiel in einer Familie, wenn eine Person, nur eine Person sehr, sehr ungeduldig ist, sich nicht in Geduld üben kann, kann dadurch die ganze Familie in eine große Krise gestürzt werden. Könnte sich diese eine Person verändern, geduldig werden, dann kann dadurch die Familie oder das Glück, das in der Familie herrscht, die Beziehung, die Familienbeziehungen können sich dadurch sehr, sehr positiv weiterentwickeln. Mehr Glück kann herrschen eben in der Familie. Deswegen sagt Geshe-la, das ist Teil des Lebens. Lebenswichtig, ebenso wie man täglich isst oder essen muss, sollte man auch im alltäglichen Leben Geduld üben lernen. Und das ist wichtig für uns selbst, nicht nur für andere. Das ist also, hat auch unglaublichen Nutzen für unseren eigenen Geist, für unser eigenes Wohlbefinden, für unser eigenes Glück. Also was waren so die Themen vom heutigen Abend? Liebe, Mitgefühl. Warum diese wichtig sind, Geduld auch, wurde kurz besprochen, Ethik ganz allgemein. Wir haben auch gehört, warum, dass es sehr schwierig sein kann, das umzusetzen im eigenen Leben, das zu integrieren in den Alltag. Und das kommt daher, dass wir sehr starke negative, sogenannte negativen Emotionen oder auf Sanskrit Kleshas eben haben. Und das kommt daher, oder die haben auch eine Wurzel, einen Ursprung, und das ist eine Annahme eines ganz stark abgegrenzten und soliden, einer ganz stark abgegrenzten und soliden Persönlichkeit, eines Selbstes, das unwandelbar irgendwo da drinnen irgendwo zu finden wäre. Und man sagt in der buddhistischen Philosophie, das ist die Ursache für die negativen Emotionen, dass die sich entwickeln. Ein übertriebenes Gefühl vom Selbst. Aber das ist etwas Vorübergehendes, das heißt, durch Praxis kann man das Anhaften an einem solchen Selbst oder diese Bewusstseinstendenz, so ein Selbst anzunehmen, verringern, die negativen Emotionen kann man auch verringern und die inneren Qualitäten, die inhärenten Qualitäten unseres Bewusstseins kommen dann dadurch immer mehr zum Vorschein und diese inneren Qualitäten unseres Bewusstseins sind eben Liebe und Mitgefühl und eine lange Linie von Praktizierenden über viele Generationen hat das bewiesen, dass das praktisch möglich ist, dass man sich verändern kann, dass man das eigene Bewusstsein frei, also die inneren Qualitäten freilegen kann und dass das auch eine sehr positive Wirkung hat auf das Miteinander, auf die Gesellschaft, auf das eigene Wohlbefinden etc. Diese Auseinandersetzung mit solchen Themen ist heutzutage vor allem zu sagen, sollte nichts mehr Religiöses sein, sondern das sollte man auch in nicht religionsgebundenen Kontexten besprechen können und üben können, weil das etwas lebensnotwendiges ist und auch überlebensnotwendig für uns Menschen, dass wir Methoden haben, unseren Geist weiterzuentwickeln. So, that's I want to share from my own experience for the since 9 years old I started. Of course I combined with meditation also, it's also very important. And I think I want to leave the rest of the time, maybe there is questions or some more curious challenge, you know, with this topic. So I want to stop here. Yeah. So viel von mir, danke für die Aufmerksamkeit. Das wollte Geshe-la mit euch allen teilen und er hat aus seiner eigenen Erfahrung gesprochen, eben er beschäftigt sich damit, seitdem er 9 Jahre alt ist. Er hat natürlich auch über diese Inhalte meditiert und jetzt ist er offen für Fragen, wenn es Fragen gibt.